Und es geht wieder weiter mit einer Boruto Chapter Analyse 22, das Finale. Aber zuerst möchte ich etwas sagen. Also, es gab so in der letzten Zeit so ungefähr 2 Kommentare und da haben sich Leute beschwert, dass ich hier etwas Negatives über Boruto sage. Und im Ernst, meine Analysen beinhalten, wenn denn möglich, sowohl Positives als auch Negatives. Mein Gott, es ist eine Analyse. Es geht nicht darum, dass ich mir das Chapter ansehe, durchlese und sage, boah, da drin ist alles super geil. Und genauso wenig geht es darum zu sagen, boah, das Ganze ist super scheiße. Also es geht hier nicht um Hype und auch nicht um Hate. Natürlich muss man sagen, ich meine, ich versuche zwar objektiv zu sein, aber irgendwo ist es trotzdem irgendwo subjektiv, der eine mag's, der andere nicht. So, am schlimmsten fand ich natürlich, als da jemand meinte, ich solle bei Anime und Manga nicht mit Logik kommen. Das habe ich bis jetzt eigentlich auch noch nie getan. Solange es in einer fiktiven Welt spielt, habe ich es größtenteils nie mit unserer Welt verglichen. Ich habe es immer nur mit der Welt selber verglichen. Und wenn die Welt selber eben Gesetze und Regeln hat und eine für sich eine Logik hat, dann muss ich das dann auch erwähnen, wenn man sich dann darüber hinwegsetzt oder da irgendetwas falsch macht. Und ja, das hat dann eigentlich nicht so richtig groß was mit Logik zu tun, sondern einfach nur auf das Medium selbst bezogen. Die meisten von euch verstehen das ja auch. Die wissen genau, was ich damit meine. Und deswegen, ich weiß, ja, nur die wenigsten, die Leute, die das hypen und die das einfach super geil finden und die einfach nichts Negatives daran sehen wollen, die regen sich darüber auf. Gut, mir ist es egal, ich meine, ich kann es nur erklären, entweder man kommt damit klar oder man lässt es eben, aber gut, darum soll es jetzt auch nicht gehen. Es war halt einfach nur mal so eine kleine, ja, Erklärung, weil es mir jetzt schon öfter aufgefallen ist und jetzt geht es halt eben um das Chapter. Boruto hat Ao mit dem Rasengan getroffen. Der ist aber natürlich immer noch nicht besiegt, sondern greift mit Drohnen an. Konohamaru hat das bemerkt und hat daraufhin Boruto dann erstmal beschützt und wurde getroffen. So, dass Boruto dann natürlich weiterkämpfen will, weil er ja auch so eine Waffe halt hat, verstehe ich ja, weil er kann damit ja Ninjutsu und andere Künste aufsaugen. Dass er aber sagt, Sarada und Mizuki sollen sich eher um Konohamaru und Katasuke kümmern, finde ich ein bisschen blöd. Die hätten auch zu dritt kämpfen können, nur Boruto eben dann als Hauptkämpfer. So, Boruto nutzt dann Kage Bunshin und Ao sagt dann, dass das eine sehr starke Kunst sei und ich muss sagen, nein. In Naruto und Shippuden wurde immer nur gesagt, dass sie nur zur Ablenkung dient oder einfach nur um Informationen zu bekommen, aber zum Kämpfen war die Kunst eigentlich nie so gedacht. So, und auch ein bisschen komisch finde ich halt, dass Ao sagt, dass es halt nicht möglich ist, mit Kage Bunshin so eine komplizierte Maschine zu erschaffen. Einerseits würde ich sagen, okay, gut, macht vielleicht ja auch irgendwo Sinn, denn wenn die Maschine zu kompliziert ist, dann geht das nicht. Ich fand das sowieso schon irgendwie immer komisch, dass wenn man jetzt ein Kage Bunshin von sich erschafft und halt so die Kleidung und so alles hat, das ist ja eine Kopie, aber ich meine, wenn man jetzt so eine Tasche bei sich trägt und man hat da 10 Kunai drin, dann kopiert man die auch automatisch mit. Und gerade das mit den Waffen und so fand ich dann schon immer ein bisschen komisch, deswegen muss ich tatsächlich sagen, das fand ich dann hier doch mal etwas besser. So, Boruto war allerdings nicht dumm, denn er hatte das bemerkt mit dieser Maschine und deswegen hatte die natürlich einem Kage Bunshin gegeben. Und Ao hat zwar geglaubt, dass er das Original hält, aber so war es nicht. Das Original war halt unter der Erde bzw. unter den Trümmern und der hat daraufhin dann erstmal wieder mit diesem Chakraschwert angegriffen, hat dann von Ao diesen Maschinenarm zerstört und ihn dann mit Rasengan den Rest gegeben. Bisschen, also das fand ich natürlich soweit ganz gut, allerdings kann man jetzt natürlich wieder ein bisschen darüber streiten, als Ao ihn natürlich gepackt hatte, das sah schon ein bisschen doll aus, eigentlich hätte sich der Kage Bunshin auflösen müssen, aber naja, wie gesagt, das haben wir in Naruto und Shippuden auch öfter, also zähle ich das hier jetzt nicht als negativ an. Blöd finde ich allerdings nur, Sarada wollte ihm ja helfen, aber natürlich waren da überall irgendwie so Bomben oder Minen und so und Mizuki hatte sie dann gerettet und zurückgehalten und da frage ich mich, woher wusste Mizuki das und ja, warum sind da überhaupt Bomben und so und wieso können diese beiden denn nicht auch mal irgendetwas in dem Manga tun, außer rumstehen und ein paar Sätze sagen. Wie zu erwarten war, tötet Boruto Ao nicht, weil er ist ein Shonen-Hauptcharakter, die tun sowas nicht. Ich kann Boruto aber verstehen, er verzeiht zwar Ao nicht, dass der einen Kameraden getötet hat, aber naja, der hat jetzt nicht so viele negative Erfahrungen mit dem Tod und so alles und da muss man einfach sagen, das ist in Ordnung. Und er sagt ja auch, da Ao eine Maschine ist, die kann man ja für was Gutes oder Schlechtes einsetzen und er gibt ihm damit nochmal eine Chance. Aber Ao darf trotzdem nicht leben, denn Kashin Koji taucht auf und setzt Kushiyosa ein und ruft eine zusammengesetzte Maschinenkröte herbei. Und ehrlich, dass er Kushiyosa kann, okay, dass er Kröten rufen kann, ja, ein bisschen komisch, aber
Warum ist das auch so eine Mecherkröte? Das ist doch bescheuert. Ich meine, das macht überhaupt keinen Sinn. Und natürlich dürfte dort jeder Depp dann gemerkt haben, hey, der muss ja auf jeden Fall irgendwas mit Jiraiya zu tun haben. Der sieht ihm schon ähnlich und dann kann er auch Kröten rufen. Naja, und diese Kröte springt dann natürlich auf Ao. Was ich noch gut fand, war, dass Ao Suiton genutzt hat, damit Boruto nichts abbekommt und weggespült wird. In dem Punkt kann man noch sagen, okay, aber naja, Ao war da, er war böse, er kämpft und am Ende macht er noch was Gutes. Ist jetzt auch nicht gerade viel, macht ihn jetzt nicht unbedingt sehr sympathisch. Ja, und dann ist natürlich Ao tot, weil sein Arc halt endet und sie stehen jetzt halt dem nächsten Gegner gegenüber. Ja, der Kampf war eigentlich soweit ganz in Ordnung, dass man aber Ao dann einfach tötet und der nächste Gegner kommt, das fand ich jetzt persönlich nicht so gut gemacht und es ist natürlich auch ein bisschen schade, dass Sarada und Mizuki halt nichts getan haben, sonst war es halt okay. Jetzt seid ihr dran, was sagt ihr zu dem Kampf und was sagt ihr zu Ao und dass Boruto ihn nicht getötet hat und natürlich zu Kashin Koji und seiner komischen Kröte, schreibt es mir wie immer in die Kommentare.